Ja, das Judging und Freeride. Judging und Freeriden. Ob man Freeriden judgen soll oder muss, das kann sich jeder selber ein Bild machen. Sehr schwierig, würde ich jetzt behaupten. Hast denn du schlechte Erlebnisse gehabt mit Judging und so? Wer hat das nicht gemacht? Ja. Naja, es ist insofern Judging, also Freeriden Judging ist insofern sehr schwierig, weil man ja, es ist nicht Rennlauf, also man hat keine Zeit, sondern es ist ja eine subjektive Meinung, die man abgibt als Judge. Und es gibt so viele verschiedene Stile, so viele verschiedene Herangehensweisen, wie man so einen Hang befährt. Andere fahren gern steil, andere fahren gern flach und schnell. Da gibt es 100.000 Ansätze. Andere dann gern springen, machen gern Tricks. Andere springen gern hohe Cliffs und fahren gern schnell rüber. Also es gibt so viele Ansätze da und das unter den Hut zu bringen und das Ganze auf ein Kriterium runterzubrechen, ist sehr schwierig und ist wahrscheinlich im Endeffekt, im ganzen Endeffekt nicht möglich.